Hallo, Genau, ich mache den Anfang, alles gut. Okay, wunderbar. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Webinar. Mein Name ist Frieda Frick, ich bin Psychologin bei Open Up. Heute haben wir einen besonderen Gast hier. Ich werde nun kurz etwas zu Open Up sagen. Open Up ist eine All-in-One-Online-Plattform für mentales Wohlbefinden. Hier bieten Psychologen, Therapeuten und auch Lifestyle-Experten individuelle Gespräche und auch interaktive Gruppeneinheiten zu diversen Themen. Das heutige Thema ist Schlaf. Dazu haben wir Dr. Birgit Högl, die Professorin der Neurologie und Schlafmedizin an der Universität Innsbruck, eingeladen. Herzlich willkommen. Und bevor ich nun sofort das Wort weitergebe, noch kurz ein paar Worte zur Online-Plattform Livestorm. Hier gibt es einmal die Chat-Funktion für Fragen und auch für Anregungen. Und zudem könnt ihr mit Reaktionen auf das Gesagte reagieren, also Emojis. Gut, dann gebe ich nun das Wort weiter. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Frieda, und auch willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Birgit Högl, wie Frieda schon gesagt hat. Ich bin Neurologin und Schlafmedizinerin, leite ein klinisches und Forschungsschlaflabor und möchte heute aber einmal ganz besonders über die Bedeutung von zirkadianen Rhythmen für unser Schlaf und für unser Wohlbefinden allgemein sprechen. Nächstes Dir, bitte. Kann man das jetzt? Oder muss ich das mal? Ah ja, Genau, super, genau. danke. Ja, diese, was ganz wichtig ist zu verstehen und oft vernachlässigt, ist, dass Schlaf wach und unsere innere Uhr sehr, sehr eng zusammenhängen. Die schon Alex Borbély, das war ein Professor am Institut für Pharmakologie in Zürich, hat das in den 80er Jahren beschrieben, dass eben je nachdem, wie spät es auf unserer inneren Uhr ist, das ist der zirkadiane Prozess, und je nachdem, wie lange wir schon wach waren, diese beiden Faktoren hängen zusammen. Und was man hier auf dieser Grafik ganz gut sieht, der zirkadiane Prozess, der ist so, dass man am Tag meistens eher Wachtendenz hat, abgesehen von einigen Ausnahmen, und die Schlafbereitschaft in der Nacht in der Regel höher ist. Und hier ist der homöostatische Prozess. Je länger ich wach war, umso höher ist der Schlafdruck. Das wirkt normalerweise gut zusammen, wenn ich am tagsüber wach bin und vielleicht arbeite und nachts schlafen soll. Aber es kommt durcheinander, wenn ich Schichtarbeit habe, wenn ich eine zirkadiane Rhythmusstörung habe. Dann kann sein, dass diese Zusammenhänge nicht mehr so evident sind und uns Probleme bereiten. Was versteht man nun unter zirkadianem Rhythmus? Und das geht schon auf eine ganz alte Beobachtung zurück. Da hat es im 18. Jahrhundert einen Forscher gegeben, der hat da Mimosen beobachtet, die am Tag ihre Blätter und der Blüten öffnen und nachts schließen. Und dann hat er diese Pflanzen in eine dunkle Kiste gepackt und beobachtet, obwohl kein Tageslicht mehr zu der Pflanze kam, hat sie trotzdem regelmäßig ihre Blätter geöffnet und geschlossen, und hat daraus gefolgert, dass es einen endogenen, körpereigenen Rhythmus gibt, der in der Pflanze selbst generiert wird und der nicht nur vom Tageslicht abhängt. Und es war die erste Beschreibung der zirkadianen Rhythmen. Wir Menschen, jetzt weiß ich nicht, ob man das sehen kann, leider funktioniert das Video hier nicht, aber wir Menschen, wir leben auf einer Erde, die rotiert und unterschiedlich stark von der Sonne beschienen wird. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn das Video laufen würde, könnten Sie sehen, dass sich die Erde sozusagen nach rechts dreht. Und das ist auch der Grund, warum die
Sonne in den östlichen Teilen der Welt früher aufgeht als in den westlichen Teilen. Und wir Menschen sind eben adaptiert an diesen Hell-Dunkel-Rhythmus und auf diesem rotierenden Planeten zu leben. Und uns hilft dabei das zirkadiane System. Das zirkadiane System besteht aus der Netzhaut der Augen, wo lichtsensitive Sensoren sind, aus einem spezifischen Trakt ins Gehirn, in den Nucleus suprachiasmaticus. Das ist der Gehirnkern, der Master zirkadiane Uhr ist. Es reagiert auf, es wird gesteuert durch Melatonin. Melatonin ist einfach ein biologisches Dunkelheitssignal, das übrigens auch bei ganz, ganz einfachen Lebewesen schon vorhanden ist, auch bei tagaktiven und nachtaktiven Lebewesen bei Dunkelheit ausgeschüttet wird und was unserem Körper sagt, dass Nacht ist. Dieses zirkadiane System hat also seinen eigenen Rhythmus, der endogen generiert ist, aber normalerweise über 24 Stunden dauert und jeden Tag fein eingestellt werden muss. So wie vielleicht diese alten Armbanduhren oder jemand, der noch eine historische Armbanduhr trägt, die man aufziehen muss, die musste man oft auch einige Minuten nachstellen pro Tag. So ähnlich ist das zirkadiane System, das muss jeden Tag resettet werden auf, und das passiert am allerersten durch Licht. Hier sieht man alle möglichen Formen von Licht. Vieles ist nicht sichtbar. Im sichtbaren Spektrum haben wir von Ultraviolett, sehr kurzes Licht, bis zum langwelligen roten Licht. Und besonders das kurzwellige blaue Licht ist das, was unsere innere Uhr stark beeinflusst. Und wenn Sie sich erinnern an das erste Dia, das ich hatte, dort hat man auch gesehen, der Sonnenaufgang in den Bergen mit so einem bläulichen Licht mit hohem Blauanteil. Das ist eben das, was unsere innere Uhr stark beeinflusst. Allerdings ist nicht nur Licht. Licht ist der Hauptzeitgeber und das wichtigste Signal. Aber es gibt auch noch andere Signale, die unserer inneren Uhr sagen, ob Tag ist oder Nacht, ob Zeit zum Wachsein oder zum Schlafen. Und dazu gehören einerseits zum Beispiel die Nahrungsaufnahme ist ein Tagsignal. Wenn ich Sport mache, sagt es meinem Körper, dass es Tag ist. Deswegen schlafen manchmal Menschen, die sehr spät am Abend erst Zeit finden für ihre tägliche Trainingseinheit, schlafen dann schlechter. Dann gibt es natürlich auch soziale Zeitgeber. Wenn ich aufstehen muss, um zur Arbeit zu gehen oder die Kinder für die Schule fertig zu machen. Das sind soziale Zeitgeber, die trotzdem unsere innere Uhr beeinflussen. Und normalerweise sind wir in einem Zustand, der als Entrainment bezeichnet wird. Das sieht man hier oben. Das ist in dem Fall ist Wachzustand und das Helle ist Schlaf. Normalerweise steht man zur selben Zeit auf, geht einigermaßen zur selben Zeit ins Bett. Und das ist, wenn der Rhythmus angepasst ist an die sozialen Erfordernisse. Das ist nicht immer der Fall. Und da gab es diese ganz berühmten Experimente im Bunker vom Kloster Andechs in der Nähe. Dort haben die ersten deutschen Schlafforscher, Zuley und Lund und viele andere mehr, haben dort freiwillige Personen in eine Umgebung verbracht, wo sie nicht keinen Anhalt hatten für die Zeit. Das heißt, sie konnten Licht anschalten oder ausschalten, aber hatten keine Uhr, kein Radio, kein Fernsehen.
Es war in den 60er Jahren auch kein Internet. Und was passiert dann? Dann fangen die, dann ist dieses gut an die äußere Tag-Nacht-Umgebung angepasste Rhythmus, fängt an sozusagen freizulaufen. Da die innere Uhr bei den meisten Personen einen Rhythmus hat, der länger ist als 24 Stunden, wird es dann meistens jeden Tag eine Stunde später, dass die Personen ins, sich hinlegen, bestimmen sie selber und aufstehen. Das läuft dann so durch. Und das ist ein freilaufender Rhythmus. Das gibt es auch als zirkadiane Rhythmusstörung, ist sehr quälend, kann blinde Personen betreffen, die dann einfach große Schwierigkeiten haben, an den Tag-Nacht-Rhythmus sich überhaupt anzupassen. Und das Fatale ist, dass es dann nicht nur sich verschiebt, sondern dass auch manchmal völlig arrhythmisch ganz lange Schlafperioden oder ganz lange Wachperioden kommen. Und dann auch die Funktionen, die normalerweise mit dem Schlaf-Wach zusammenhängen, also die Körpertemperatur, die Cortisolausschüttung, das alles entkoppelt sich und führt in der Regel zu sehr viel schlechterem Befinden. In der Schlafmedizin kennen wir zirkadiane Störungen, die man auch behandeln kann. Viel wichtiger aber für den heutigen Vortrag, das sind diese. Jetlag ist vorübergehend, auch bei Schichtarbeitern kann es vorkommen. Es gibt die extremen Nachteulen und die extremen Frühmenschen, die extremen Lerchen. Aber die meisten Menschen liegen irgendwo in der Mitte und interessieren sich vor allen Dingen dafür, wie kann ich meinen zirkadianen Rhythmus am besten nützen, um gut zu schlafen und wie kann ich ihn vielleicht beeinflussen. Hierzu kann man sagen, dass man wirkliche zirkadiane Messungen im freien Leben ganz schlecht machen kann, weil Melatonin wird beeinflusst durch Licht, unsere Körpertemperatur wird beeinflusst von der Aktivität, unsere ganzen Aktivitätsrhythmen, von unseren sozialen Erfordernissen. Das heißt, verlässliche Bestimmung von wirklich so zirkadianen Markern ist eigentlich nur in Bedingungen möglich, die so etwas wie diese Bunker-Experimente simulieren. Zum Beispiel, und die heißen Constant Routine. Das heißt, man ist bestimmte Zeit wach, man schläft bestimmte Zeit und man verbringt liegend im Bett und man bekommt alle 90 Minuten eine kleine Mahlzeit, um einfach den normalen Tag-Nacht-Rhythmus aufzubrechen in kleine Fragmente. Das ist nur in Forschungsumgebungen möglich, aber man kann trotzdem ungefähr messen, wie die innere Uhr eingestellt ist, anhand einiger Parameter. Zum Beispiel gibt es einen Fragebogen, der heißt Horne-Östberg-Fragebogen, der fragt nach, wann ihr am besten leistungsfähig seid, körperlich, geistig, wann man am liebsten eine schwere Prüfung schreiben würde, ob man das gerne am späten Nachmittag tut oder schon in der Früh, ab wann man, wie lange es dauert, bis man Appetit hat vom Aufstehen. Das kann einem alles Hinweise geben, wie die eigene innere Uhr eingestellt ist. Dieser Fragebogen, der ist auch in meinem Buch Besser Schlafen wiedergegeben. Dort könnt ihr den ganzen Fragebogen machen und die Auswertung ist auch dabei. Man kann auch die Körperkerntemperatur messen, über 24 Stunden. Etwas unangenehm, weil es muss wirklich im Körperkern sein. Das kann man entweder im Blut, das ist relativ schwierig und sozusagen invasiv zu messen, oder man hat sich beholfen mit Temperatursonden im Enddarm, auch eher unangenehm. Melatoninbestimmungen kann man machen im Speichel, im Blut, im Urin und man kann den Dimlight-Melatonin-Onset, also wann der Körper beginnt, Melatonin auszuschütten, wenn es dunkel ist. Und hier hat man die Uhrzeit und hier sieht man, dass Leute mit
Spätem, die eher Nachtmenschen sind, später anfangen, Melatonin auszuschütten als Leute, die Frühmenschen sind. Es gibt dann noch andere Maße fürs Melatonin und es gibt verschiedene Möglichkeiten zu bestimmen, ab wann man einen bestimmten Grenzwert erreicht hat oder ab wann ein bestimmter Anstieg ist. Und dieser Melatonin-Ausschüttung ist meistens auch ungefähr so lange wie die nächtliche Schlafperiode. Allerdings ist die aktive Melatonin-Ausschüttung, die endet schon früher, nur fallen dann die Spiegel langsam auf. Es gibt Menschen, die haben hohe, Menschen, die haben niedrige Melatonin-Spiegel. Das hat dann für die Schlaf-Wach-Qualität wahrscheinlich wenig Auswirkung. Und was ganz wichtig ist, ist, dass auch die Körperkerntemperatur normalerweise abfällt, so ab den Nachtstunden. Viele wissen vielleicht, dass wenn sie selber Fieber hatten, wenn die Kinder Fieber hatten, dann steigt es am Abend auf den schwindelerregende Höhen. Und in den frühen Morgenstunden fällt die Körperkerntemperatur dann auch wieder ab. Und das ist deswegen wichtig, weil man am besten einschläft, wenn die Körperkerntemperatur, die Temperatur, die man misst in unserem Körperstamm, wenn die abfällt. Und das ist auch seit langem schon bekannt. Und Wachheit und geistige Leistungsfähigkeit sind nicht unabhängig von der Tageszeit, sondern bestimmte geistige Fähigkeiten, Entscheidungsfähigkeit, subjektive Wachheit sind bei den meisten Menschen, außer die sehr schwere zirkadiane Störung haben am Tag besser als zum Beispiel in den frühen Morgenstunden. Und diejenigen von euch, die nachts schon mal gearbeitet haben, wissen vielleicht, was ich meine, wie schwer es ist, wach zu sein, wenn man eine monotone Tätigkeit hat und es ist 2 oder 3 Uhr früh. Auch andere Körperfunktionen, Cortisolausschüttung, Blutdruck und so weiter haben einen eigenen zirkadianen Rhythmus. Das heißt, unser ganzer Körper ist rhythmisch und so stellt sich die Frage, können wir jetzt die innere Uhr auch beeinflussen? Und hier gibt es 2 wichtige Dinge, die ich ansprechen möchte. Zum einen die Lichtfarbe. Eingangs habe ich schon mal kurz gezeigt, dass das blaue Licht das ist, was am stärksten den zirkadianen Rhythmus beeinflusst. Kurzwelliges blaues Licht. In dieser Grafik sieht man jetzt Leute, die waren in Dunkelheit, sind im Bett gelegen und dann hat man 2 Stunden Licht eingeschaltet und entweder blaues Licht, grünes Licht, was längerwellig ist oder überhaupt kein Licht. Und man sieht, dass sowohl die Melatoninausschüttung durch das blaue Licht unterdrückt worden ist, als auch die subjektive Wachheit beim blauen Licht, die Herzfrequenz und die subjektive Schläfrigkeit am stärksten beeinflusst war. Das heißt, blaues Licht ist stärker biologisch wirksam als zum Beispiel auch gelbes Licht. Und woran liegt es? Das liegt daran, dass diese Zellen in unserer Netzhaut, die direkt das Lichtsignal zur Master Clock, dem Nucleus suprachiasmaticus, leiten, dass die eben am stärksten reagieren auf dieses kurzwellige blaue Licht, das ist auch schon vor über 20 Jahren gezeigt worden, im Vergleich zur Lichtempfindlichkeit der Zellen, die man für Tagsehen oder für Dämmerungssehen braucht. Und was noch wichtig ist, außer der Lichtfarbe und der Lichtintensität an sich, ist was ein bisschen kompliziertes, das möchte ich aber gerne erklären. Das ist die sogenannte Phasenresponskurve. Das muss man sich so vorstellen. Das ist sozusagen die Uhrzeit, das sind die Stunden. Und hier hat man das Körperkerntemperaturminimum.
Damit ist gemeint, bei den meisten Leuten so zwischen 3 Uhr, 4 Uhr früh haben die den niedrigsten Punkt der Körperkerntemperatur erreicht. Und der ist deswegen wichtig, weil diese Körperkerntemperatur quasi der Nullpunkt für unsere innere Uhr ist. Und wenn ich jetzt Licht am Morgen gebe, kurz nach dem Minimum, also hier ist die Uhrzeit, na, sagen wir, es ist 4 Uhr früh und dann gebe ich Licht um 5 Uhr früh, also nachdem das Minimum der Körperkerntemperatur erreicht ist, dann versteht unsere innere Uhr das so, als dass es ein früher Sonnenaufgang ist und sagt, wow, Rhythmus nach vorne verschieben, hier ist schon Frühtag. Wenn ich aber Licht in den späten Nachtstunden gebe oder jedenfalls vor dem Körpertemperaturminimum, sagen wir so um 1 Uhr, 2 Uhr früh, dann versteht die innere Uhr das so, als ob die Sonne sehr spät untergeht und und verschiebt den Rhythmus nach hinten. Wenn ich also das Gefühl habe, ich bin zu sehr Nachtmensch, ich möchte meinen Rhythmus nach früh verschieben, dann sollte ich in den sehr frühen Morgenstunden versuchen, mich Licht auszusetzen. Wenn ich zu früh müde werde und zu früh zu früh müde wäre und zu früh aufwache, dann mache ich das Gegenteil. Was bedeutet das sonst noch für uns? In unserem täglichen Leben haben wir vielleicht viele von euch auch internationale Kooperationen. Vielleicht muss man eine Telefon-Videokonferenz organisieren mit Leuten, die von Wien bis New York und San Francisco und vielleicht noch Hongkong sind. Wenn man das macht, dann sieht man schon auf dieser Tabelle, für eine Person wird es immer Nacht sein. Und das ist natürlich sehr schwierig zu organisieren und auch schwierig für die Betroffenen, die dann nachts in der Telefonkonferenz teilnehmen sollen. Und es führt dazu, dass die inneren Rhythmen aus dem Takt kommen können. Das, was wir zunächst gesehen haben bei gutem Entrainment, Tag-Nacht-Rhythmus, alles gut, kann durch den Lebensrhythmus bei Schichtarbeitern oder bei Leuten, die nächtliche Telefonkonferenzen haben, zu Misalignment führen. Das heißt, die Rhythmen sind nicht mehr gut in Übereinstimmung und Schlaf-Wach ist anders, als was unsere innere Uhr uns vorgibt und das kann zu negativen Folgen führen, zum Beispiel Bluthochdruck. Auch die Lichtverschmutzung möchte ich kurz erwähnen, weil selbst kurzes Einschalten des Lichts während der Nacht die körpereigene Melatonin-Ausschüttung schon mal unterdrücken kann und es dauert, bis es wieder in Ordnung kommt. Viele von uns, die in großen Städten leben, wissen, was ein lichtverschmutzter Nachthimmel ist. Es ist nämlich überhaupt nicht dunkel, so super schön diese Bilder sind. So ungesund ist es nicht nur für Mensch, sondern auch für Tier. Und hier sieht man, wie die Erde bei Nacht aussieht. Und gerade in Europa an der amerikanischen Ostseite ist es sehr, sehr hell während der Nacht. Und es gibt allerdings immer noch in Afrika, in Lateinamerika Areale, wo nachts die Dunkelheit noch besser erhalten ist. Es gibt auch genaue Regeln, wie hell es sein darf in Gewerbegebieten, Mischgebieten, Wohngebieten. Es wird nur leider zu wenig beachtet. Warum blaues Licht am meisten stört, habe ich schon kurz erklärt. Aber ich möchte vielleicht noch kurz eingehen, warum das wichtig ist, dass wir uns auf unsere zirkadiane Gesundheit achten. Viele negative Folgen von Schlafmangel sind vielfach besprochen worden und da könnte man eine eigene Masterclass dazu machen. Können wir heute nicht im Detail drauf eingehen, aber
bei diesen zirkadianen Störungen, die durch unseren Lebensstil hervorgerufen oder mit begünstigt werden, sind eben diese negativen Folgen immer zunehmend weiß einfach auch vorhanden. Was kann man selbst tun, um die eigenen zirkadianen Rhythmen zu stärken? Am Tag sollte man sich dem Tageslicht aussetzen. Und zwar nicht einfach hinter geschlossenen Fensterscheiben, sondern im Freien, weil nur dann das gesamte Lichtspektrum wirklich gut durchkommt. Nachts sollte man möglichst bei Dunkelheit schlafen. Warum das so wichtig ist, werde ich ganz am Schluss noch zeigen. Und einen möglichst regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus beibehalten, denn wir Menschen sind rhythmische Wesen. Möglicherweise, erst in den letzten Jahren haben Schlafforscher zunehmend eingesehen, dass nicht nur die Schlafqualität an sich wichtig ist, sondern dass immer auch diese zirkadianen Rhythmen mit bedacht werden sollen. Und es gibt immer wieder Studien, die gezeigt haben, dass Schichtarbeiter besonders schlechte Gesundheitsprognose haben oder früher krank werden, früher bestimmte Herzkreislauf, andere Erkrankungen entwickeln, weil eben ihre zirkadianen Rhythmen nicht gut gepflegt sind sozusagen. Und man weiß auch aus einigen Studien, die so in Klöstern durchgeführt worden sind, dass dort die Menschen besonders gesund und alt werden. Möglicherweise ist eben ein Grund dafür, dass sie wirklich zu jeder Zeit über Jahrzehnte zur gleichen Zeit aufstehen, zur gleichen Zeit arbeiten, zur gleichen Zeit beten, zur gleichen Zeit ruhen, zur gleichen Zeit ins Bett gehen, abgesehen von vielleicht ganz wenigen hohen Feiertagen. Und diese rhythmische Lebensform scheint der Gesundheit einfach zuträglich zu sein. Man weiß allerdings jetzt auch, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei diesen wirklich noch viel zu wenig gemessenen, viel zu wenig beachteten zirkadianen, sagen wir nicht Störungen, sondern einfach Misalignment, dass man schläft und wach, wenn es eigentlich nicht zur eigenen inneren Uhr passt. Das erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man weiß, dass bei Schichtarbeitern Leute mehr Gefäßerkrankungen haben, schlechteres Blutdruckprofil und vieles andere mehr. Und jetzt noch die Frage, wie dunkel soll es nachts sein? Bei vielen Leuten kann man gar nicht wirklich dunkel machen. Hier scheint das Licht sehr deutlich zum Fenster herein. Das ist nicht ganz optimal für den Schlaf, denn es gibt Untersuchungen, die relativ neu sind, dass man hat früher gedacht, so unter 5 oder vielleicht 15 Lux, das ist, wenn man gerade schon nicht mehr, wenn auch junge Leute nicht mehr lesen können, dass es reicht zum Schlafen, weil dann die körpereigene Melatoninausschüttung nicht mehr unterdrückt ist. Allerdings weiß man mittlerweile, dass auch ganz wenige geringe Lichtmengen, die körpereigene Melatoninausschüttung nicht unterdrücken, dass die trotzdem dazu führen, dass die Personen unter diesen Mini-Restlichtmengen weniger tief schlafen, höhere Pulsrate haben, also höheren, schnelleren Herzschlag, höheren Blutdruck, schlechtere Stoffwechselwerte. Und dieses ist möglich, also es scheint so zu sein, dass selbst Licht, Restlicht, was gar nicht mehr aufs Melatonin wirkt, unserem Körper trotzdem sagt, ihr müsst alert sein, man muss aufpassen, hier muss man etwas überwachen. Und das scheint der Grund zu sein. Das heißt, es sollte wirklich, wenn man jetzt nicht irgendwelche Angststörungen hat, dunkel genug sein zum Schlafen. Man weiß auch, dass Personen, die abends zu viel Licht hatten, höheres Risiko hatten, übergewichtig zu werden,
Man weiß, dass bei Schwangeren, die im zweiten Trimester abends mehr Licht hatten, das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes am höchsten ist. Also es hat wirkliche praktische Auswirkungen auf die Gesundheit. Und dann, es gibt natürlich viel Diskussion zu der Sommerzeit, Winterzeit und Zeitumstellungen. Kann ich nicht mehr im Detail darauf eingehen, aber gerade die Umstellung auf die Sommerzeit ist etwas kritisch, weil viele von uns in der Tendenz schon zu kurz schlafen oder sich zu wenig Zeit nehmen, auch zum Schlafen. Und bei der Umstellung auf die Sommerzeit, die jetzt sehr bald in wenigen Tagen uns wieder bevorsteht, geht nochmal eine Stunde verloren. Und man hat dann quasi eine Stunde nochmal weniger Schlaf. Und nach der Zeitumstellung auf die Sommerzeit ist nachgewiesen, haben wirklich verlässliche Studien gezeigt, dass für einige Tage nicht nur die Unfallrate, Verkehrsunfälle zunehmen, sondern dass auch zum Beispiel Erkrankungen wie Herzinfarkt einige Tage nach der Zeitumstellung durch diese Zeitumstellung vorübergehend zunehmen. Und das bringt mich zu einer der letzten Frage. Was ist überhaupt die richtige Zeitzone, in der wir leben? Und es ist ganz einfach, die richtige Zeitzone. Die Zeitzonen sind erfunden worden, damit man überall mittags den hellsten Punkt hat. Und es sollte auch für uns Menschen mittags die Sonne am höchsten Punkt stehen. Und wenn man jetzt sieht, zum Beispiel in unserer Zeitzone hier in Grün, die mitteleuropäische Zeitzone, dann hat man von den ganz östlichen Ländern bis, sagen wir mal, wenn man jetzt nur vergleicht Wien bis Sevilla in Spanien, hat man 90 Minuten Unterschied. Wie in Spanien geht die Sonne durch die Erdrotation 90 Minuten später auf. Und viele von euch, die jetzt in Spanien kürzlich waren, vielleicht wissen, dass man dort sehr spät später zu arbeiten anfängt und auch sehr spät isst. Und das hat damit zu tun, dass wir eben uns an die Hell-Dunkel-Rhythmus anpassen. Und das für Menschen am besten ist, wenn man in der Standardzeit, also für uns in Mitteleuropa wäre die Standardzeit sogar günstiger als die Sommerzeit. Man sollte also Schlaf-Wach-Rhythmen und circa der Schlaf-Wach-Gesundheit und zirkadiane Rhythmen immer zusammen bedenken. Und dann kann man auch den Schlaf verbessern. Diese interne Desynchronisation, dieses zirkadiane Misalignment ist ein neues, vielversprechendes Forschungsgebiet, was uns noch viel zu diskutieren geben wird. Wir sollten bedenken, dass wir Menschen einfach zu den tagaktiven Spezies gehören. Das heißt, wir sind zwar vielleicht Eulen und Lerchen, aber unsere Hauptwachzeit ist für die allermeisten von uns wach. Und bei der globalen Schlafgesundheit sollte man bedenken, dass es auch ökonomische Aspekte hat, sozioökonomische Aspekte. Wenn Menschen bei schöner Dunkelheit und in Ruhe schlafen können, ist es eines. Und wenn Menschen lebenslang Schichtarbeit machen müssen, ist es was anderes. Es ist eine ganz alte Studie, sehr kompliziert. Hier die zirkadiane Ausrichtung, die Uhrzeit sozusagen, die Stunden und die subjektive Wachheit. Und das heißt einfach nur, dass es für die allermeisten Menschen dann einen Schlafkorridor gibt, wann sie die beste Chance haben, einigermaßen wenig unterbrochen durch die Nacht zu kommen. Das ist in der Zeit so zwischen Mitternacht oder kurz vor Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden. Und das ist auch, warum die Schlafqualität bei Schichtarbeitern nie vergleichbar sein wird. Die Schlafgesundheit berücksichtigt in neueren Konzepten also nicht nur die Schlafqualität nach klassischen Maßnahmen, sondern auch, ob der Schlaf dann eintreten darf, wenn es zur eigenen inneren Uhr passt. Und was man selbst tun kann,
ist eben am Tag helles Licht, nachts möglichst dunkel. Und wenn man die innere Uhr verschiebt, zu bedenken, dass das was mit der Phasenresponskurve zu tun hat. Also wenn man früher aufstehen möchte, dann sollte man seinen Rhythmus, wenn man sagt, mein Rhythmus ist zu spät, ich möchte den Rhythmus auch früher verschieben, dann braucht man Licht, vor allem blaues Licht in den frühen Morgenstunden. Wenn man nachts im Bett liest, sollte man bedenken, dass die Bildschirmbeleuchtung auch schon allein die innere Uhr beeinflussen kann und dass es Studien gibt von der Harvard-Universität, die gezeigt haben, Lesen eines Buchs im Schein der Nachttischlampe stört den Schlaf weniger, als wenn ich mit dem Lesegerät oder am Handy lese. Man kann auch selbst, wenn man sagt, ich möchte mich dem hellen Licht nicht aussetzen, weil ich jetzt bald schlafen kann oder soll, eine Brille verwenden mit orangen Brillengläsern, die dann, die filtert das blaue Licht heraus. Und diese Brille mit den orangen Gläsern ist dann empfehlenswert, wenn man zum Beispiel von der Nachtschicht nach Hause geht und einfach schon sich vorbereiten möchte für die Nacht. Und abgesehen vom Licht kann man auch noch sagen, warme Füße fördern das Einschlafen. Ihr erinnert euch an die Kurve der Körpertemperatur, wo sie gezeigt hat, dass wenn die Körpertemperatur am abfallenden Schenkel ist, dann schläft man am besten ein. Wie kann der Körper seine Körperkerntemperatur absenken, indem er Wärme an die Umgebung abgibt? Das passiert am besten über die Körperteile, die große Oberfläche haben. Das sind die Hände und Füße. Wenn die schön warm sind, dann kann aus der Körpermitte Wärme an die Umgebung abgeführt werden. Das ist der Grund, warum man erstens mit kalten Händen und Füßen schlecht einschläft, warum man zweitens zum Beispiel nach einem warmen Fußbad oft besser einschläft und drittens, warum bei großer Hitze, wenn draußen hat es 32 Grad, dann kann man auch nicht mehr viel Körperwärme an die Umgebung abführen und deswegen schläft man auch bei großer Hitze sehr schlecht. Und damit bin ich schon am Ende und möchte dieses Bild noch zeigen, einfach um zu erinnern, dass wir nicht nur auf die Schlafqualität und Schlafmenge achten sollten, sondern auch auf unsere innere Uhr und auf unsere Rhythmen. Und danke euch für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen lieben Dank, Birgit. Das war eine wunderbare Präsentation, auch durch die Reaktion. Siehst du, sie ist sehr gut angekommen, sehr inspirierend. Wir haben auch in der Zwischenzeit jede Menge Fragen bekommen. Die sind schon ein bisschen über die Zeit gegangen. Allerdings können wir uns ein paar Fragen raussuchen, die meisten positiven Stimmen erhalten haben. Da haben wir zunächst die Frage von Robin, welchen Einfluss hat die Arbeit am PC, ca. 7 bis 8 Stunden am Tag, auf den zirkadianen Rhythmus? Gibt es irgendwelche Methoden, Maßnahmen, die solche Personen ausüben sollten, um besser schlafen zu können? Man muss sagen, die Arbeit am PC macht man ja oft in einem halb abgedunkelten Raum. Und in einem halb abgedunkelten Raum merkt das zirkadiane System sozusagen nicht so gut, dass es Tag ist. Man sollte auch rausgehen. Zweitens ist es so, dass der PC an sich, je nachdem wie intensiv man die Leuchtstärke eingestellt hat, die innere Uhr beeinflusst und die Melatoninausschüttung unterdrücken kann. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man am PC noch kurz vor dem Schlafen arbeitet. Wenn man trotzdem schlafen kann, dann spielt das weniger eine Rolle, aber wenn man schlecht schläft, dann sollte man entweder am besten den PC wegpacken, zumindest in den 40 bis 60 Minuten vor dem Schlafen. Wenn das nicht zu machen ist, gibt es diese Bildschirmhintergrund, also Bildschirmfarbe mehr auf
orange-gelbes Licht eingestellt. Dann sind allerdings auch ist die Kontrast nicht mehr so gut und viele arbeiten sich dann auch nicht so leicht. Okay. Also im Sinne des, ja. Ja, Entschuldigung, red ruhig weiter. Das sind so die gröbsten, die man bedenken kann. Abends vielleicht ausschalten, wenn es möglich ist, und sonst tagsüber auch dem Tageslicht aussetzen. Okay. Robin, beantwortet das deine Frage? Kannst kurz reagieren? Ja, wunderbar. Gut, dann die nächste Frage mit den meisten positiven Stimmen von Verena. Kann ich wirklich Schlaf nachholen? Also in der Woche nur so 6 Stunden geschlafen und am Wochenende dann teilweise 10 Stunden geschlafen. Ist das sinnvoll oder schadet das eher? Sollte ich immer gleich viel schlafen? Ja, also jeden Tag zum Beispiel 8 Stunden? Okay. Ja, also viele bekommen unter der Woche halt nicht genug Schlaf und man kann teilweise am Wochenende nachholen, aber nicht vollständig. Also man sollte schon schauen, wenn irgend möglich, dass es die berühmten 7 bis 9 Stunden sind. Aber man weiß, dass man teilweise am Wochenende nachholen kann. Die amerikanische Schlafgesellschaft hat einmal ganz deutlich und plakativ den Sonntag im Bett gefordert, der auch im ganz alten Schlager schon besungen worden ist, als Möglichkeit. Allerdings, wenn man schlecht schläft unter der Woche, sollte man das mit dem Sonntag im Bett nicht übertreiben, weil dann einfach der Schlafdruck schlecht ist. Und wenn man dann am Montag früh erst um 2 Uhr morgens wieder einschläft, dann ist Aufstehen am Montag zur Arbeit eben wieder schwierig. Das heißt, es ist abhängig davon, ob man ein guter Schläfer ist, dann kann man am Wochenende extensiv nachschlafen. Wenn man keine so gute Schläferin ist oder kein so guter Schläfer, dann die Schlafenszeit am Wochenende nicht überreizen. Okay, beantwortet die Frage wunderbar. Dann die nächste Frage von, jetzt springt es gerade. Elisabeth, was halten Sie von Melatonin zur Einnahme? Ist es sinnvoll? Gibt es Risiken? Also man muss sagen, die Schlafmedizin hat immer schon gesagt, dass Melatonin etwas ist, was die innere Uhr beeinflusst und kein Schlafmittel. Manche Leute bemerken dann, dass sie mehr müde sind. Gerade Untersuchungen bei Kindern haben jetzt gezeigt, dass es von Albträumen bis sonst was Nebenwirkungen haben kann. Also einige Schlafgesellschaften sind davon abgegangen, das zu empfehlen, aber das ist sicher noch umstritten. Auch im geriatrischen Bereich, also bei den ganz alten Menschen, wird es eingesetzt, aber generell schütten wir genug Melatonin aus, wenn wir bei Dunkelheit schlafen und unsere Rhythmen beachten. Allerdings, wann man Melatonin nehmen kann, auch eine Empfehlung aus der Schlafmedizin ist, wenn man Jetlag erwartet, weil man einen Flug über Zeitzonen hat, dann sollte man zur gewünschten Bettgezeit am Zielort schon im Flugzeug anfangen, Melatonin zu nehmen. Also zum Beispiel, ich fliege um 6 Uhr abends ab in Boston und habe dann 8 Stunden Flug. Dort ist 6 Stunden später dann schon in Mitteleuropa. Das heißt, beim Abflug um 6 Uhr abends in Boston ist die gewünschte Bettgezeit am Zielort, nämlich Mitternacht in Europa schon erreicht. Und das wäre dann der richtige Zeitpunkt, wann ich Melatonin nehme und auch die ersten Tage nach der Einnahme. Okay. Okay, wunderbar. Beantwortet die Frage. Dann, wir sind jetzt ein bisschen über die Zeit gegangen. Wir haben auch zu spät angefangen. Ja. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit für eine Frage? Okay, sehr gerne. Dann von Verena. Sollte ich bei meinem ersten Wecker direkt aufstehen oder kann ich auch noch liegen bleiben? Stichwort Snoosen. Das ist eine Stilfrage. Was sicher nicht gut ist, wenn man den Wecker 5-mal auf Snoosen stellt, weil dann ist der Schlaf wirklich unterbrochen.
Es gab auch früher die Diskussion, dass es den essentiellen Schlaf gibt, 5,5 Stunden und der Rest Luxusschlaf. Das sieht man heute nicht mehr so. Eigentlich wäre es wahrscheinlich am besten, sich den Wecker so spät wie möglich zu stellen und dann nicht noch snoozen, sondern aufzustehen. Aber wenn man das dann genießen kann, dass man noch mal 10 Minuten liegt und nicht dann wieder mit dem gleichen Schmerz aufstehen muss, dann spricht auch nichts Grobes gegen einmal snoozen. Okay, dann auch gleich schon im Anschluss die nächste Frage, die ein bisschen zusammenhängt, von Jennifer. Sind Wecker mit Licht sinnvoll? Wenn viele Wecker, die Licht ausschütten oder ausstrahlen, geben nicht das richtige Spektrum oder keine groß genug Lichtintensität oder wenn man irgendwie unter der Bettdecke und der Wecker steht im Eck, dann bekommt man nicht so viel mit. Aber wenn man jetzt einen Wecker sich beschafft hat, der auch Licht im richtigen Spektrum mit dem gut genugen Blauanteil hat, dann kann es durchaus sinnvoll sein, vorausgesetzt, man hat wirklich bei Dunkelheit geschlafen und es ist nicht sowieso schon von draußen das Tageslicht hereingekommen. Also man sollte vielleicht keine großen Sorgen sich machen, wenn man es gerne ausprobieren möchte. Und das als Spielerei sieht, dann kann man es gerne machen. Und wenn man einen Wecker mit guter Lichtqualität hat, dann mag es auch sinnvoll sein. Okay, wunderbar. Gibt es noch Zeit für eine Frage? Von Diana, haben Sie Tipps, wie man als Person mit größerem Schlafbedürfnis als die typischen 8 Stunden, Frauen haben allgemein ein größeres Bedürfnis, möglichst effizient Schlaf nachholen kann? Empfehlen Sie Mittagsschläfchen, Naps? Also ich kann nur sagen, es gibt eben einfach, früher hat man auch gesagt, Männer 7 bis 8, Frauen 8 bis 9 Stunden. Frauen haben tatsächlich höheres Schlafbedürfnis. Und vor allem, wenn Frauen, die dann so bei 9 Stunden sind oder ganz wenige liegen sogar etwas drüber, dann ist es oft schwierig, das im Alltag unterzubringen. Und in dem Fall ist es egal, wie man diese innerhalb der 24 Stunden diese 9 Stunden oder vielleicht bei einigen 9,5 Stunden unterbringt. Dann kann man durchaus, wenn es möglich ist, sagen, ich mache einen Mittagsschlaf. Nach dem Mittagsschlaf ist die Leistungsfähigkeit für viele Leute besser. Okay, Diana, beantwortet es deine Frage? Wunderbar. Dann machen wir noch eine Frage zum Abschluss von Dirk. Es kommen schon die positiven Reaktionen. Halten Sie Blaulichtfilterbrillen für sinnvoll? Also man kann das bei bestimmten Situationen machen. Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel von Amerika zurückfliege. Bei mir ist auf meiner inneren Uhr ist noch Nacht. Ich möchte heimgehen und schlafen. Dann kann ich sagen, ich mache die ganze Kontrolle, Passkontrolle, Zollkontrolle und so weiter mit der Blaulichtfilterbrille. Um einfach meinem zirkadianen System noch nicht so die volle Wucht des Tageslichts auszusetzen. Man kann auch sagen, daheim, ich wohne mit Leuten zusammen, die haben es gerne hell, ich möchte aber meinem zirkadianen System die Chance geben, sich auf die Nacht einzustimmen, dann kann ich Blaulichtfilterbrille verwenden. Man sollte bedenken, dass diese Blaulichtfilterbrillen natürlich groß genug sein müssen, im idealen Fall sogar über die Seite gehen oder wie diese Gletscherbrillen auch seitlichen Lichteinfall verhindern sollen. Aber die bringen durchaus etwas, allerdings ist der Effekt halt wahrscheinlich klein. Okay, Dirk, wunderbar, es beantwortet die Frage.
Gut, dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Masterclass angekommen. Vielen lieben Dank, Frau Birgit Högl. Das war wirklich ein sehr inspirierender Vortrag, wie wir alle sehen können an den Reaktionen. Es gibt eine Aufnahme von diesem Vortrag, die wird danach auch noch geteilt. Danke auch. Danke nochmal für euer Interesse. Ich hoffe, jeder und jede hat was mitnehmen können. Und danke für die super Moderation, Frieda, für die Einladung. Vielen Dank. Dann wünsche ich allen einen schönen, baldigen Feierabend. Tschüss. Ciao.